In diesem Video richten wir eine Upcam mit der App P2P Cam Live ein. Für dieses Beispiel nehmen wir die Upcam Typhoon. Die Vorgehensweise ist aber bei allen Upcams gleich. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Upcam im Netzwerk eingebunden ist. Dazu verbinden Sie Ihre Upcam mit dem Stromstecker, nehmen das beigefügte LAN-Kabel und verbinden somit Ihre Upcam und Ihren Router. Nachträglich können Sie Ihr WLAN noch über die App einrichten. Die App P2P Cam Live finden Sie in Ihrem Play Store. Da können Sie sie einfach downloaden, was wir hier schon getan haben. Um die Kamera hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf dieses Feld und suchen die Kamera. Die App wird Ihnen dann ganz automatisch Ihre Kameras im Netzwerk auflisten. Wir wählen jetzt diese aus und hier wird auch direkt die UID von der Kamera übernommen. Das ist quasi die Bezeichnung von der Kamera. Die finden Sie auch immer hier unten auf der Kamera. Falls die App diesen Namen oder diese Bezeichnung nicht übernehmen sollte, gehen Sie einfach auf Scannen und Sie können somit einfach abscannen und die Bezeichnung wird übertragen. Im weiteren Verlauf geben Sie einfach das Passwort ein und bestätigen mit OK. Die Kamera wurde jetzt übernommen und wir können diese einfach öffnen. Die App fordert uns jetzt auf, das Passwort zu ändern, damit sich kein anderer mit dem Standardpasswort unbefugt auf Ihre Kamera einwählen kann. Wir bestätigen das mit OK und geben hier unser altes Passwort ein. Das neue Passwort. Und nochmal wiederholen. Und mit OK bestätigen. Nachdem wir das Passwort geändert haben, können wir auch direkt schon auf unsere Kamera zugreifen und sehen unser Live-Bild. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie Sie die Upcam mit dem WLAN verbinden, die Bewegungserkennung aktivieren, um einen Alarm zu erhalten. Ich zeige Ihnen außerdem noch, wie Sie die Aufnahme auf der SD-Karte starten können und wie Sie diese Aufnahme dann abrufen. Um die Kamera jetzt mit dem WLAN zu verbinden, gehen Sie rechts auf das Symbol und wählen Edit Kamera. Gehen Sie auf Advanced und dann sehen Sie hier schon die Wi-Fi-Settings. Momentan wird auch direkt Ihr Router gesucht und auch dementsprechend gefunden. Sie gehen hier unten auf den Button und geben einfach Ihren Netzwerkschlüssel ein. Danach einfach mit OK bestätigen. Und jetzt gehen Sie auf das OK hier unten links. Entfernen Sie jetzt das LAN-Kabel der Kamera, damit die Kamera sich mit dem WLAN verbinden kann. Warten Sie ungefähr eine Minute, danach können Sie die Live-Ansicht wieder starten. Um die Bewegungserkennung jetzt zu aktivieren, gehen wir wieder ins Menü, unter Edit Kamera und auf Advanced. Dann sehen wir hier unten den Menüpunkt Event Setting. Hier steht Motion Detection, das steht für die Bewegungserkennung. Wir gehen einfach hierher, wählen uns eine gewünschte Stärke aus. Ich wähle jetzt mal Medium und wir können hier noch aussuchen, wie wir benachrichtigt werden möchten. Ich gehe auf Ringtone and Vibrate, bestätige mit OK und speichere wieder mit OK ab. Und jetzt werden wir direkt benachrichtigt, wenn eine Bewegung vor der Kamera stattfindet. Um die Aufnahmen jetzt auf der internen SD-Karte der Kamera zu speichern, gehen wir hier wieder ins Menü, auf Edit Kamera und Advanced, sehen dann hier unten im Menü den Punkt Recording Setting, warten einen ganz kleinen Moment und dann werden wir sehen, dass der Modus hier auf Aus steht. Wir möchten aber, dass die Alarme, also die Aufnahmen, gesichert werden, bestätigen hier mit OK, nochmal mit OK. Und dann werden die Aufnahmen auf der SD-Karte gespeichert.
Um Ihre Aufnahmen jetzt ansehen zu können, gehen Sie wieder auf den Menü-Button. Unter View Event werden Ihnen dann die Aufnahmen angezeigt. Wenn es nicht der Fall sein sollte, gehen Sie einfach hier oben auf die Lupe und können hier den Zeitabstand auswählen, zum Beispiel innerhalb eines Tages. Und jetzt werden Ihnen die Aufnahmen angezeigt. Ich werde jetzt eine Aufnahme abspielen. Und Sie werden feststellen, dass die Aufnahme vor der eigentlichen Aktion beginnt. Das liegt daran, dass die Upcam eine Sonderfunktion hat, wobei konstant im Arbeitsspeicher der Upcam die Aufnahmen zwischengespeichert werden. Und somit fangen die Aufnahmen auf der SD-Karte schon vor der Bewegung an. Noch ein kleiner Tipp: Falls Sie eine steuerbare Upcam benutzen, zum Beispiel die Upcam Cyclone, können Sie einfach per Fingerwisch die Kamera steuern. Und hier unten rechts die Audiofunktion auswählen. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal Upcam IP-Kamera. Um über die neuesten Videos informiert zu werden, klicken Sie einfach auf Abonnieren.